Creality hat auf seiner Webseite eigentlich inzwischen für jeden Geldbeutel einen 3D-Drucker im Angebot. Mitunter den Ender 3 V3, das aktuelle Flaggschiff in der Ender 3-Serie. Und wie der sich vom KE und SE unterscheidet, welche Vor- und Nachteile der hat, das schauen wir uns in diesem Video an. Und damit herzlich willkommen. Ich bin die Maggie von Makorama.de. Zu Beginn gibt es erstmal einen kleinen Disclaimer. Das Paket stand einfach unerwartet von Creality an mich gesendet vor der Haustür. Ich habe damit nicht gerechnet, dafür habe ich auch einen Short gemacht. Und es ist kein Geld geflossen. Das heißt, ich habe nur das Gerät bekommen. Das Gerät geht nach dem Test auch direkt zu einem Zuschauer, dem ich das versprochen habe. Das bedeutet, ich mache daran keinen Reibach oder sonst was in der Richtung. Das Einzige, was ich mache, ist, euch unten einen Affiliate-Link in die Videobeschreibung zu packen. Das heißt, hier ist kein Geld geflossen. Hier wird keine Meinung beeinflusst oder sonst irgendwas in der Richtung. Deswegen bitte ich euch, bleibt mit der Meinung entsprechend, die ihr unten in die Kommentare schreibt, wirklich über der Gürtellinie. Es gibt immer wieder Spekulationen, die dann sagen, ach, Maggie macht hier den Reibach mit den Druckern und verkauft die Drucker und sowas in Richtung. Nein, für die Drucker, wenn ich die weggebe, bekomme ich kein Geld. Ja, auch nicht für das Review. Das wäre schön, wenn es so wäre, aber dafür habe ich andere Wege über Werbung, die auf YouTube geschaltet wird, beziehungsweise über meine Sponsoren. Deswegen, daran verdiene ich kein Geld. Aber beginnen wir erst einmal mit den Basics und ich fange jetzt hier mal mit der Druckplatte an. Die hat wie beim Ender 3 V3 SE, KE, beim K1 und K1C 220x220 mm. Das heißt, die sind kompatibel miteinander und das bedeutet, während die Druckplatte beim K1C noch am Glühen ist, weil gerade was fertig gedruckt worden ist, können wir die dann hier entsprechend draufpacken und direkt weiter drucken. Das ist natürlich schön, dass man so eine Kompatibilität hat. Und auch die Höhe vom Bauraum her ist beim Ender 3 V3 genau wie beim K1C und beim K1 250 mm. Das heißt also, man hat da auch im Slicer da nicht so einen Hassel, dass man ständig irgendwie zwischen den Größen hin und her springt. Das ist natürlich schon ganz cool, weil das macht das Arbeiten dann am Schluss ein deutliches Stück leichter. Bevor wir aber weitermachen, möchte ich mich gerne nochmal bei unserem heutigen Sponsor PCBWay bedanken. Auf PCBWay.com könnt ihr nicht nur kostengünstig Halbleiterplatinen herstellen lassen. Inzwischen gibt es dort auch weitere Services wie zum Beispiel mal CNC-Fräse, Blechbearbeitung, Spritzguss oder aber auch 3D-Druck. Und in Zusammenarbeit mit PCBWay habe ich mir einen Toolhead für meinen nächsten Voron Zero herstellen lassen. Das Ganze aus Nylon im 3D-Druckverfahren und auch noch zweifarbig. Und ich muss sagen, die Teile haben erstens perfekt gepasst und sind super rausgekommen. Ich freue mich, das Teil jetzt demnächst verbauen zu können. Und wenn ihr jetzt auch Blut geleckt habt, könnt ihr mit dem Code MOR-PCBWay, ich blende ihn hier unten nochmal ein, $10 auf eure nächste Bestellung entsprechend Rabatt kassieren. Und in diesem Sinne geht es weiter im Video. Das Hotend kann bis zu 300 Grad vertragen. Das ist auch vollkommen ausreichend, denn wenn man überlegt, das ist ein offener Bauraum, das heißt also, da drucken wir maximal PLA, PETG, vielleicht noch ein Nobofil ABSX und dann sind wir bei 250 Grad Düsentemperatur, das heißt, wir haben 50 Grad Puffer. Das ist also vollkommen ausreichend. Und wenn wir schon gerade beim Hotend sind, ich würde mir generell wünschen, egal ob das jetzt Prusa ist, ob das jetzt Creality ist, ob das Flashforge ist, ob das Bamboo ist, dass man endlich mal sich auf einen Standard einigt in allen Druckern, ja, für einen Düsenstandard. Egal ob das jetzt MK8 oder V6 oder sonst was ist. Aber dass man sich auf einen Standard einigt, der erstmal ein paar Jahre bleibt und sich nicht laufend ändert und dass man da auch mal sagen kann, okay, ich investiere jetzt mal in eine Ruby-Nozzle oder ich investiere jetzt in eine Nozzle, die mir hilft, entsprechend Material XY zu drucken. Einfach, weil es Sinn macht und nicht einfach, weil der Hersteller jetzt kommt und sagt, okay, ich muss jetzt hier alle paar Monate nochmal eine neue Nozzle entwickeln. Das ist jetzt nicht nur bei Creality, das ist bei allen so. Wo ich echt sage, entscheidet euch doch mal bitte für einen Standard. Setzt den offenen Standard auf, so wie es im Webbereich auch ist. Das würde mich tierisch freuen, denn das macht uns natürlich dann am Schluss die Arbeit leichter, wenn wir dann auf Ersatzteilsuche sind, weil die Nozzle kaputt ist und wir dann vielleicht auf der Webseite irgendwie bei Amazon oder sonst wo in der Richtung eine Nozzle sehen, die vielleicht genauso aussieht oder so ähnlich, aber gar nicht drauf passt. Gibt natürlich auch Verwirrung bei einigen Nutzern, die dann vielleicht doppelt bestellen, weil sie merken, ach, das habe ich gar nicht bemerkt, dass das ein anderer Druckertyp ist, wo es drauf passt. Das finde ich schade und das finde ich auch schon beim Prusa schade. Die haben aber zum Glück einen V6-Adapter. Das würde ich mir hier auch wünschen. Das würde ich mir generell auch für den Flashforge wünschen und das würde ich mir generell auch für andere Drucker wünschen. Das ist also eine allgemeine Kritik und ich hoffe, dass die Hersteller da endlich mal ein bisschen in der Hinsicht aufeinander zugehen und zusammenarbeiten. Ansonsten
muss ich sagen, ist das Hotend an sich relativ cool. Creality hat auf der Webseite ein bisschen geflunkert. Und zwar zeigen die, wie man diese Nozzle schnell wechseln kann. Dafür braucht man natürlich Werkzeug, ja. Einmal, um die Düse entsprechend rauszudrehen, einmal, um oben den Heizblock festzuhalten. Aber die zeigen das Ganze mit aufgesetzter Abdeckung. Das ist natürlich, damit das ein bisschen schöner aussieht auf der Webseite. Aber ihr müsst natürlich im realen Leben hier die zwei Schrauben an der Seite lösen. Müsst dann entsprechend die Haube abmachen, Silikonsocke runter und dann kommt ihr an die Nozzle dran. Das ist ähnlich schwer und ähnlich schnell wie beim K1C und wie beim K1. Da mache ich mir jetzt nichts vor. Das ist eigentlich von der Geschwindigkeit, von dem Unterschied her nicht viel größer. Ja? Ist aber, muss ich sagen, im Vergleich zu anderen Druckern relativ leicht tauschbar. Und es ist wirklich nur die Nozzle mit diesem Röhrchen oben dran. Von daher ist es noch relativ materialsparend. Obwohl ich sage, okay, das Material mit dem Röhrchen und allem drum und dran, mit dem Kupferblock oben dran, brauchen wir eigentlich auch nicht. Kommen wir am nächsten Punkt mal zu dem Bewegungsmechanismus. Und das ist ein Core XZ. Das heißt also, wir haben einmal die X-Achse, wir haben einmal die Z-Achse. Und im Grunde genommen bedeutet das nichts anderes, als dass wir ein K1 genommen haben oder ein K1C und das einfach mal um 90 Grad gedreht haben. Der Druckkopf zeigt natürlich mit Düse immer noch Richtung Druckbett. Logisch, klar. Aber wir haben hier natürlich dann keine Spindel mehr an der Seite. Und das ist schon mal ein Vorteil von unserem Core XZ, dass wir dadurch das Z-Wobble minimieren können. Ein anderer Vorteil ist, dass wir dadurch die Auflösung an der Z-Achse erhöhen. Ja, weil das, was wir vorher auf der XY-Achse hatten, haben wir jetzt auf der XZ-Achse. Und das ist natürlich auch schon mal ganz cool. Der Nachteil ist allerdings, dass wir hier beim Ender 3V3 den Filamentspulenhalter hier an der Seite haben und die Filamentzuführung hier an der Seite ist. Das heißt also, die fährt bis ganz hier unten hin. Und das kann natürlich auch sein, dass wenn der mal ganz hoch fährt zum Homen und dann wieder runter fährt, dass dann sich Material von der Spule abwickelt und dass dann entweder, wenn man dieses Teil hier auf der Spule drauf hat, ja, das ist ein abenteuerlich aussehendes Teil mit so einem Federmechanismus drin, damit quasi, das kommt hier so um so eine Rolle drumherum und dann presst quasi diese Feder und diese Platte gegen das Filament, was auf der Rolle ist, damit das nicht irgendwie abspringt. Schon mal ganz cool, ja. Gibt natürlich auch beim Abspulen ein bisschen mehr Widerstand. Aber dadurch wickelt es sich natürlich nicht wieder richtig auf die Rolle auf oder von der Rolle ab, wenn es an der Seite überspringt. Und dann muss das Material natürlich irgendwo hin. Und das ist dann meistens irgendwo hier hinten, wo es sich dann hier mit den Kabeln hier verquetscht, was ich ziemlich schade finde. Weil dadurch kann das Material dann entweder eingequetscht werden oder man hat hier so ein Kabelchaos und das ist nicht schön. Da hätte ich mir als erstes gewünscht, dass man sagt, okay, man packt den Filamentspulenhalter auf die Seite, nicht hier vorne hin. Und das ist natürlich auch schon mal so ein Punkt, wo ich sage, das könnte man relativ schnell ändern. Oder man hat hier oben zwei Bohrlöcher drin und kann dann einfach wie bei den Endermodellen üblich den Filamentspulenhalter hier oben drauf packen und dann von hier oben aus quasi das Material zuführen. Dann hätte man hier das ganze Gequetsche nicht. Das wäre natürlich schon mal deutlich effektiver. Dann habe ich jetzt eben dreisterweise einen Punkt übersprungen, und zwar den Aufbau. Und der ist eigentlich ganz einfach, denn hier die komplette XZ-Achse kommt komplett assembled und hier unten die Y-Achse mit dem ganzen Gehäuse, wo die ganze Elektronik und alles drin steckt, kommt auch assembled. Das heißt also, ihr braucht eigentlich nur, Achtung, habe ich fast falsch gemacht im Livestream, da ist ein Sticker auf dem Rahmen drauf, kontrolliert bitte erstmal den Schalter, der hier unten drunter dann sitzt und später nicht mehr zugänglich ist, ob das auf 130 oder 230 Volt steht, je nachdem in welcher Region ihr lebt, bei euch wahrscheinlich 230 Volt, ja, und dass ihr das auf jeden Fall umstellt, bevor ihr das Ding zusammenbaut, und wenn ihr das gemacht habt, einfach Rahmen hier draufstecken, hier vorne jeweils zwei Schrauben rein, ne? Wo sind sie hier vorne, und dann nochmal von unten zwei Schrauben rein und dann ist das Ding fest. Ja, mehr ist eigentlich nicht zum Assemblen. Nochmal die ganzen Kabel hier dran stecken, damit auch die Motoren hier entsprechend an der X- bzw. Z-Achse auf jeden Fall entsprechend ihren Saft bekommen. Und da merkt ihr schon, wir haben hier rechts und links einen Motor sitzen. Das ist natürlich ein Core XZ. Das heißt also, diese beiden Motoren spielen zusammen, damit sich der Druckkopf bewegt. Ja, ist ein geniales Konzept, ja, finde ich schon. Es gibt schon den Switchwire vom Voron-Team. Darauf basiert das Ding quasi. Ja, und man hat vorher auch schon öfters mal so einen Umbau gesehen, wo dann der Ender 3, egal welche Generation, auf einen Switchwire umgebaut worden ist. Das war dann der Enderwire. Und das ist quasi die offizielle Version von Creality davon. Finde ich eine ziemlich geile Idee. Also ich bin begeistert an sich von dem Antrieb. Ja, wenn nur nicht die Probleme hier mit dem, ja, mit der Spindel wären halt entsprechend. Und natürlich bringt das auch nochmal Komplexität mit sich dazu. Man hat hier keinen Spannriemen, sondern es wird automatisch gespannt durch so einen automatischen Spanner jetzt, der hier verbaut ist. Das ist natürlich auch eine coole Sache, aber was ist, wenn da was dran ist, wenn man irgendwie dann vielleicht doch mal was nachspannen muss, weil der Riemen ausgeleiert ist oder so. Das wird sich natürlich mit der Zeit zeigen, ob das dann so wirklich gut funktioniert, aber ich denke mal schon.
Kommen wir mal zum Thema Lautstärke. Und da muss ich sagen, ist der Drucker echt, ich sag mal so, aufholbedürftig. Ja, also wir wissen ja schon, dass der K1 und der K1C und der X1C, diese ganzen CoreX-Weitdrucker, die momentan rauskommen, schon echt Krachmacher sind. Ja, wenn ich PLA auf den K1 und K1C Druckern drucke, dann bin ich bei irgendwas zwischen 70 und 80 Dezibel. Ja, beim K1C vielleicht noch ein bisschen leiser. Ja, da waren wir bei irgendwas um die 68 Dezibel. Das schafft der hier nicht. Der hier geht mal locker Richtung 80 Dezibel. Das heißt, so wie ich war in meinem Test, zwischen 75 und 77 Dezibel. Vielleicht teilweise sogar noch höher, wenn er noch schneller fährt, weiß ich nicht genau. Ich habe aber auch hier oben versucht, so gut es geht, zu messen. Das heißt also, das ist schon echt laut. Und das meiste an Geräuschen kommt von den Lüftern. Also hier vorne von dem Lüfter, hier an der Seite ist ein Lüfter verbaut, hier im Gehäuse drin ist ein Lüfter verbaut. Und ich würde mir einfach wünschen, das habe ich beim SK1 auch schon gesagt, glaube ich mal, und bei dem K1C und was weiß ich, bei allen Druckern schon gesagt. Ich würde mir einfach wünschen, klar, die Dinger müssen so günstig wie möglich produziert werden, aber dass man da nochmal vielleicht einen etwas besseren Hersteller nimmt. Dann kostet das Ding halt 50 Cent mehr. Aber die 50 Cent bin ich eher gewillt zu investieren, wenn meine Ohren dabei besser geschont werden. Also das Teil hier kann ich nicht im Raum laufen lassen, wenn ich gleichzeitig drin versuche, was zu arbeiten. Also für euch ein Video zu schneiden oder so in Richtung. Einfach, weil das Teil so laut ist. Also ab damit irgendwo in den Werkzeugkeller oder sonst wohin. Im neuen Studio wird es einen separaten Raum geben. Da juckt es mich nicht so viel. Aber ich würde das Ding auf jeden Fall nicht ins Wohnzimmer, ins Schlafzimmer oder ins Arbeitszimmer stellen, weil dann habt ihr natürlich immer so einen Düsenjäger neben euch stehen und das ist schon echt laut, das Ding, muss ich sagen. Kommen wir mal auf den Preis zu sprechen. Und aktuell hat Creality sogar nochmal zum Jubiläum, mit dem 10-Jahres-Jubiläum, das ist jetzt auch Happy Birthday übrigens, ja, dass sie 10 Jahre alt geworden sind, haben sie Sonderangebote. Und da gibt es dann zum Beispiel mal den Ender 3 V3 SE für 179 US-Dollar. Vermutlich nochmal zuzüglich Versand und Steuern oder sowas in Richtung. Den Ender 3 V3 KE gab es dann für 250 Dollar und den hier gab es für 350 Dollar. Das kann natürlich sein, wenn ihr auf der Webseite guckt, dass die Preise sich wieder geändert haben. Vielleicht gibt es wieder ein neueres Modell, dass die Preise wieder ein bisschen gefallen sind. Oder die Flash-Sales sind vorbei und es gibt gerade nur den regulären Preis. Und da steht er, glaube ich, bei 390 Dollar. Das heißt also, preislich gesehen ist er, finde ich, für das, was man geliefert bekommt, erstmal okay. Er kalibriert sich, wenn man ihn auspackt, komplett selbst. Das heißt also, einfach nur auspacken, hinstellen, Display dran, XZ-Achse drauf und fertig. Und das Ding kalibriert sich wie ein K1C selbst. Ist auch im Prinzip ein runtergestrippter K1C. Ja, ist eigentlich nicht viel mehr anders. Nur, dass halt die Achse gekippt worden ist und fertig ist. Und ich muss sagen, ich finde den Drucker an sich ganz gut. Und wir sehen uns mal hier, habe ich jetzt ein paar Drucke gemacht. Das ist jetzt so ein Hexagon-Ei, was ich damit gedruckt habe mit der Mütze. Kleiner Disclaimer, habe ich eben, glaube ich, schon mal erwähnt. Die farbigen Teile sind auf dem X1C gedruckt. Ganz einfach, weil ich die Farbe auf dem Drucker drauf hatte und jetzt nicht noch Material verschwenden wollte für die paar kleinen Teile, um das zu wechseln. Deswegen habe ich es auf dem X1C gedruckt. Und ich muss sagen, die Druckqualität ist okay. Ja, es ist ein Bettschubser und es ist halt... Preislich gesehen ist der Drucker günstiger als ein K1C, von daher rechne ich einfach nicht damit, dass die Qualität besser ist beim K1C oder gleichwertig. Man merkt definitiv so ein paar Punkte. Hier zwischendrin merkt man, habe ich einmal Filament gewechselt, da habe ich erstmal versucht, die Yayo-Rolle leer zu bekommen und habe dann auf das Recycling-Filament in Schwarz gewechselt. Aber es sieht, finde ich, okay aus. Ja, es sieht vollkommen okay aus für den Preis, den man für den Drucker bezahlt. Kommen wir nochmal zum Punkt Multicolor-Unit. Da hat Creality auf seinem Event auch was vorgestellt. Und da ist mir echt so ein bisschen die Kinnlade runtergefallen, als ich das gesehen habe. Nämlich, dass die jetzt ein CFS, also ein Creality Filament System, ich finde die Namen mittlerweile, kann ich nicht mehr auseinanderhalten. Ich nenne jetzt einfach alles MMU oder Multicolor Unit oder wie auch immer. Aber da ist mir echt die Kinnlade gedruckt, dass Creality dann gesagt hat, okay, es gibt ein Upgrade-Kit für den V3, für den K1C, für den K1, für den K1 Max, dass man quasi mit diesem Upgrade-Kit diese CFS an die Drucker nochmal andocken kann und dann quasi mit diesem Drucker, den man sich jetzt schon vielleicht gekauft hat, zu Hause stehen hat, Multicolor drucken kann. Oder Multimaterial. Das heißt also, das fand ich schon mal ziemlich cool. Und die haben auch in dem Video von The Real Sam, ich verlinke euch das nochmal unten in der Videobeschreibung, auch zwei Pappspulen drin gehabt. Und da bin ich echt gespannt. Ich habe auch meinen Kontakt bei Creality angefragt, ob denn das wirklich mit Pappspulen funktioniert. Ich habe bis jetzt noch keine Antwort bekommen, aber das wäre natürlich eine exciting News, wenn das dann wirklich mit Pappspulen funktioniert. Denn das war so eine Sache, wo ich gesagt habe, wenn Creality ein
naja, Multicolor-System rausbringt, die produzieren sehr, sehr viel auf Pappspulen. Wie soll das funktionieren? Deswegen bin ich gespannt, ob das bei Creality dann auch mit den Pappspulen funktioniert, wie die da Fehler behandeln und wie das alles dann entsprechend aussieht. Sobald ich so ein Teil in die Finger bekomme, wird es natürlich auch ein Video hier auf dem Kanal geben. Deswegen Kanal nicht vergessen zu abonnieren. Und damit wären wir schon am Ende des Videos angekommen. Vielen, vielen lieben Dank an meine Unterstützer hier auf YouTube und auf Patreon. Auch an meine Sponsoren PCBWay und Surfshark. Und natürlich auch an Creality, dass ihr mir freundlicherweise dieses Teil hier zur Verfügung gestellt habt. Ich packe das Ding jetzt wieder auseinander, packe es in den Karton rein und fahre es direkt in die Packstation, damit das Ding direkt an den Zuschauer rausgeht. Und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, Hodl's Line, Happy Printing und ciao.